Wir sind auf dem Weg zur Wüsteninsel, irgendwo hier in diesem Areal, diesem Gebiet. Aber bevor wir das machen, wollte ich erstmal noch ein paar Quests erledigen, ein paar Sidequests. Denn wir haben tatsächlich noch ein paar offen. So, und ich würde sagen, wir fangen mit der in Desolutia an, weil das nur eine ist. In der Atrakammer sind es zwei. Und ich wollte einfach nur ganz schnell mal eben eine machen. Das bist du. Oh nein, wo ist sie nur? Meine Brosche ist weg. Warum sieht die aus wie Hamaria? Vielleicht ist sie ja... Wie bitte? Ihr wollt nach der Brosche suchen? Habt ihr nichts Besseres zu tun, Mariluigi? Seid ihr euch... Aber auch sicher? Klar, wir haben gerade Pause. Das ist so lieb von euch. Womöglich fiel sie runter, als ich das grüne Gebäude nördlich von ihr besucht habe. Diese Brosche war ein Geschenk von meiner Tochter. Darum bedeutet sie mir sehr viel. Ich danke euch. Okay. Dann... Moment. Map. Also soll hier in der Nähe sein, habe ich jetzt verstanden. Oh stimmt, da können wir noch lang. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Bin mir nicht sicher. Ich glaube tatsächlich nicht. Also für mich kann das jetzt so, als wäre die Brosche hier in der Nähe. Ich gucke nochmal auf die Missionleiste. Hier. Eine desolutische Lügnerin hat eine Brosche verloren, die ein Geschenk ihrer Tochter war. Kannst ihr helfen? Zielort hier. Okay. Ich gehe jetzt erstmal nach drüben, nach links. Zu den Blüten. Hallo. Genau, hier waren wir noch nicht. Herzbohne und Tempobohne. Die können wir direkt mal verteilen. Warum hat Mario auf einmal so viel Leben? Okay, Luigi, du kriegst die. Tempo. Okay, seit wann kriegt Luigi alles? Sonst habe ich immer alles Mario gegeben. Scheinbar waren unsere neuen Ausrüstungsgegenstände richtig krass. Habe ich gar nicht gemerkt. Oh, Hilfe. Wenn es geht, würde ich natürlich gar nicht kämpfen wollen. Ich möchte tatsächlich nur mit ihr reden. Grünen Gebäude. Nördlich von hier. Okay. Den Tipp habe ich nicht gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt, glaube ich. Grüne Gebäude nördlich von hier. Meint sie vielleicht in diesem Labyrinthhaus? Ah, Hilfe. Wo war denn das? War das nicht hier? Warte, hier ist ein grünes Gebäude. Moment. Dann muss es das bestimmt sein. Oh, okay. Wenn es sein muss, dann einen Kampf können wir uns ja gönnen. So oder so, Erfahrungspunkte sammeln kann nie schaden. Yeah! Oh. Und der Kugelhakler zerstört ihn. Mach den Rest. Ach was, was? Luigi hat doch kein Level-Up? Ich konnte übersehen. Was? Luigi! Nee, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Kampf machen. Das war's zum... Da bin ich wirklich schockiert. Da bin ich wirklich überrascht, muss ich zugeben. Okay, also hier irgendwo hat sie es verloren. Woran erkenne ich das? Und nein, das ist nicht dieses Labyrinth, was ich gemeint habe, aber theoretisch ist es auch eins. Hä? Was bist du denn? Na bitte, schon viel sauberer als vorher. Hä? Diese Insel ist voller Müll und Schrott. Schrott ist mir zu schwer, darum sammle ich Müll. Was? Ob da eine Brosche dabei war? Hatte ich da nicht gerade was? Warte mal. Ah! Ups, tut mir total leid, hab's eilig. Spielen die Kinder auch hier rum? In diesem verlassenen Haus. Ach, mein Müll, meine Kohle! Ach komm schon, wir hatten es letztens erst gemacht. Das ist doch lame. Könnte gut sein, dass eure Brosche jetzt wieder fort ist. Du willst, dass wir überall nochmal hingehen? Den Müll räumen wir schon wieder auf, keine Sorge, aber haltet euch ran, wenn ihr die Brosche finden wollt. Na, ich gehe mal davon aus, dass direkt das erste hier nicht die Brosche sein wird, oder? Was haben wir hier? Ein Apfelgehäuse. Warum sammelt er das? Warum nimmt... Nee, Luigi sagt auch nee, das nehmen wir nicht mit. Oh Mann. Vermutlich wird das da sein, wo es am schwersten ist hinzukommen, oder? Also das hier wird es auch nicht sein, weil es direkt auf dem Weg liegt. Oh, eine Münze. Ja, die nehme ich aber mit, du. Ach, schaut mal.
Der hier leuchtet anders als die anderen. Der leuchtet, glaube ich, ein bisschen mehr lila. Die anderen leuchten so rot. Ja, doch. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, das hier ist es. Das würde bedeuten, wir müssen irgendwie nochmal zur Treppe kommen. Wir machen das nochmal. Ah, das war vor ein paar Folgen und ich weiß es nicht mehr. Und wir schauen uns einfach nochmal kurz um. Meeresströmungen entdeckt. Ja, schon gut. Oh, hier gibt es einige Meeresströmungen, sehe ich gerade. Oh, damn. Ja, fahr einfach mal. Und ich glaube, wir müssen hier runter. Ja, und das müsste es sein. Nein! Die Leuchter... Ich meine, es hat anders geleuchtet. Vielleicht haben mich aber auch geirrt. Hm. Ach, bis jetzt bin ich hier. Och nö, bitte sag mir nicht, das war da oben. Dann bin ich aber jetzt verärgert. Oh, das ist hier, da habe ich Glück. Eine einzelne Socke. Es war da oben. Okay, ich renne da nochmal hin. Okay, so, soweit ich weiß, ja, können wir einfach von hier aus die Treppe nach unten nehmen. Und dann, na, wenn es gut läuft, würde ich direkt die Goldröhre nutzen, hin und her. Was? Alte Brosche. Nichts davon war's. Oder warte, war die alte Brosche, das wir gesucht haben? Ja, natürlich. Aber irgendwie auch schon ganz müllig. Aber uns muss sie ja nicht gefallen. Bringen wir sie zurück. Ja, okay. Ich dachte, das wäre es jetzt auch nicht gewesen. Ja, wir können tatsächlich hier die Röhre benutzen. Also schnell abhauen. Hoffentlich müssen wir nicht noch mit dem Typen reden. Kann aber sein. Vielleicht gerade einen Fehler begehen. Ach, darf ich gar nicht. Ach so. Ja, nee, hin und her will ich jetzt aber auch nicht machen. Ne, da habe ich Pech. Ja, hier gibt es zwei Riffe, die wir uns gleich schnappen. Fahr schon mal hier entlang überall, damit wir ein bisschen erkunden. Und schon mal die Map ein bisschen freigeschaltet haben. Das wäre ganz gut. Ja, ich weiß noch was nochmal. Das? Ja, doch. Glaube ich schon. Komm schon. Ich wollte das andere nehmen, aber ich habe mich für das hier entschieden. Na, das war richtig. Warum muss man das denn ja extra nochmal machen? Also weiß ich, das habe ich jetzt gar nicht gefühlt. Aber na gut. Ich gehe nochmal zu dem Typen hin. Für den Fall, dass der noch extra Dialog hat, den wir doch dringend brauchen. Vielleicht müssen wir ihm seine alte Socke noch wieder zurückgeben. Ich weiß ja nicht. Ist er noch da? Ja, ist er. Hallo, ich habe eine Socke. Was? Ihr habt alles aufgesammelt? Na dann, Dankeschön. Jedenfalls, als Dankeschön könnt ihr meine Münzen haben. Klar, bin ich sicher. Sind ja nicht viele. Also die, die wir sowieso schon gefunden und einfach behalten haben. Hätte ich jetzt nicht mit dem geredet, dann hätten wir die Münzen theoretisch, weiß ich, geklaut? Würde das zählen als klauen? Hm. Ihn hätte es ja so oder so nicht wirklich gejuckt, nicht interessiert, aber trotzdem, irgendwie haben wir sie ja schon geklaut. Also wenn man jetzt nicht mit dem geredet hätte, man natürlich. Hm. Na, Schwamm drüber. Was geht ab? Ich hab die Brosche gesucht. Gottlieb! Das ist ja die Brosche, die mir meine Tochter geschenkt hat. Wie meine Tochter heißt, fragt ihr? Nun, ihr Name ist Wipke. Ah, verstehe. Von Team Work. Oh, ihr kennt sie bereits. Ja? Oh, was muss ich da hören? Ach, meine Wipke. Es tut mir leid, wenn ihr Ärger mit ihr hattet. Meine Wipke war schon immer ein kleiner Wildfang. Backstory von ihr? Mami! Hä? Debug, let's krachen! Was sagst du dazu? Abgefahren, oder? Ich habe die Kids hier alle klein gekriegt und jetzt sind sie in meinem Team. Klein gekriegt? So viert werden wir Desolation beschützen. Hoch die Wäsche! Das ging deinem Job für Teamwork. Lassen wir es krachen. So, warte doch, Wipke. Unverschämt. Ja? Schon gut, meine Kleine. Mami, hier für dich. Hier habe ich mit dem Rest von Team Wirk nur für dich gebastelt. Als Erinnerung. Die darfst du niemals verlieren, okay?
Sie hatte schon immer ihren eigenen Kopf. Wie ich schon sagte, ein kleiner Wildfang. Aber, ach. Damals, sie hatte gemerkt, wie traurig ich war, weil ich eine meiner Broschen verloren hatte. Tief im Herzen war sie immer ganz lieb. Yep, Wipke ist ein wahrer Schatz. Oh ja, das ist sie. Richtet den Kleinen doch bitte eines aus. Mama ist immer für euch da, Teamwork. Vielen Dank. Dann wissen sie, dass ich fest an sie glaube. Oha, was ist, wenn einer von den Kindern keine Mama hat? Ist ja voll traurig. Auch euch möchte ich für eure Hilfe danken. Hier, bitte sehr. Bitte macht weiter so. Superpilz mal 2 und Bonbon mal 2. Also ganz nett. Kann man machen. Kann sich lohnen. Spart mal ein bisschen Moneten. Gehen wir zur Ertragkammer. Hier sind 2 Missionen. Ich frage mich, was das nochmal für Missionen war. Ich hab's leider vergessen. Ich bin noch viel mehr gespannt auf die Wüsteninsel. Das wird ja dann die letzte Insel vor der Gigaleuchtturminsel. Der zweiten. So, aber ich glaube, wir können einfach auf die Map schauen. Ja, einmal direkt hier vorne. Und der andere beim Toad. Stimmt, der Toad wollte was. Hat die falsche Karriere genommen oder so. Ich weiß nicht mehr. Oh, oder Toad ist hier. Hi, Toad! Na du! Sind das etwa Mario Luigi? Mhm. Nie im Leben! Das muss ein Traum sein! Ich werde das Pilzkönigreich nie wiedersehen! Der wandelnde Riesenpilz wird den Rest seines Lebens wohl hier verbringen! Der wandelnde Riesenpilz? Das sollst du sein? Ist das wirklich der echte Mario, der echte Luigi? Ihr klingt aber irgendwie anders! Neue Synchronsprecher oder was? Nicht möglich! Oder doch? Na klar! Dieser Schwung! Einfach unverwechselbar! Mario Luigi! Ja, jetzt hast du auch mal gecheckt, ne? Ich bin mit Prinzessin Peach auf diese Insel gekommen, doch dann... Dann habe ich den anderen Toad aus den Augen verloren und nun ist er fort! Ah! Ah, bleib weg von mir! Da drüben, das klingt wie mein Toad-Freund! Wieso klingt ihr alle gleich? Ihr werdet mir doch helfen, oder? Na klar, auf euch ist immer Verlass! Der Bruderhammer wäre uns gegönnt, wenn wir es schaffen. Ich werde euch auch bei der Suche helfen! Du willst uns helfen? Wie das denn? Der geht jetzt erstmal im Kreis? Ah ne, geht nach unten, okay. Der ist doch nach oben abgehauen, oder nicht? Hm? Nicht? Mario! Ich habe einen eigenartigen Block gesehen! Hier entlang! Ah, stimmt, hier waren unsichtbare Blöcke. Die können wir jetzt endlich... Okay, dann kämpfen wir halt. Luigi braucht eh noch das Level ab. Aber da können wir jetzt endlich mit dem Brüderball durch. Na, finally. Ich frage mich, ob es auf anderen Inseln auch noch solche Löcher gab, die wir jetzt komplett übersehen haben, so gesehen. Eierlauf. Nehmen wir den roten Panzer, sollte reichen. Die sind ja relativ underlevelt. Dong, 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 dong. Bam! Ja! Dass der noch auf allen, weiß nicht, 6 Beinen? 8 Beinen steht? Aber das zum Glück nicht mehr lange! Donk! So, Luigi! Gönn dir endlich dein verdientes Leveler, Level 17! Ja, die meisten sind schon irgendwie Feuerblumenrang, ich weiß, aber ich spiele halt ein bisschen. Weniger. Kann man eigentlich schon so sagen. Was? Hier ist noch eine Insel? Huh? Hier sind 2 Inseln. What? Okay, eine davon wird wahrscheinlich eine kleine Insel sein, oder? Wieso nochmal rennen wir hier jetzt lang? Ich hab's leider vergessen. Aber Todd wollte das. Ich habe die Stimme von meinem Taubfreund gehört. Hier entlang. Hier? Wo ist er lang, Kleine? Hier vermutlich. Ach komm, als ob du mich erwischt hast. Boah, ich muss wirklich sagen, Ertragkammer ist eine sehr nervige Insel zum Backtracken. Also wirklich. Nee, komm, da hör ich jetzt auch ab. Außer ich darf nicht. Ja, alles klar. Und nochmal. Ja, so viel Spaß hatten. Ach ja. Ach, wie schön. Boah, lass mich in Ruhe.
Mit euch kämpfe ich nicht mehr. Auf euch habe ich keine Lust mehr. Ja, da habe ich genug von. Ich habe genug von euch. Hört ihr? Ich glaube, ihr hört wohl schwer. Was? Wo ist der Little Toadie hin? Ja, nee, sorry. Ich muss leider nochmal zurück. Ich muss auf jeden Fall mit dem Toad reden. Hä? Wie blöd. Moment. Hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen? Gut. Wo kann ich doch lang? Hier ist zu. Hm? Aber hier ist doch auch zu. Hey! Wo wollten der Tod, dass ich lang gehe? Wieso kann ich da nicht lang? Was? Hier in dem Außenring kann ich bestimmt noch irgendwo durch. Hier kann ich durch. Okay. Ach, Mann! Ach, ich suche einfach den Weg, bis ich den Tod wiederfinde. Das wird mir zu langweilig. Na, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich zumindest mal den Ball hier durchbenutzen und wir gönnen uns unsere wohlverdienten unsichtbaren Blöcke. Bartbohne! Irgendwie Handschuh, nee, Angriff. Und noch eine Bartbohne. Bartbohnen sind natürlich schon ziemlich wertvoll. Oh, Luigi hat so einen prächtigen, gepflegten Bart. Mario braucht die beiden Bohnen. Der hat's nötig. Ich habe ihn auch noch kein einziges Mal gesehen, wie er tolle Treffer getroffen hat. Vielleicht bin ich blind. Aber ich habe es noch nicht gesehen bisher. Und was ich auch noch gesehen habe, ist Toad. Ich weiß wirklich nicht, wo er hingegangen ist. Ich finde es auch doof, dass der Toad mich dazu zwingt, nochmal das ganze Labyrinth vom Neuen zu machen. Wieso rennt er so? Was war das denn jetzt gerade von dem? Oh Mann. Ja, diese Stecker sehen cool aus. Birdo ist auch mittlerweile nicht mal da. Und nur das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist nach oben rechts, weil da waren doch die Toads, soweit ich weiß. Soweit ich weiß? Soweit ich weiß. Ja, okay. Sind wir jetzt endlich da? Hier ist der Ausgang. Mario! Da drinnen! Ja, das dachte ich mir, dass es da vorne ist. Aber wie kommt der hin? Ich darf keine Zeit verlieren! Also ich darf nicht mehr weg. Oder doch? Hm? Was will er von mir? Ich kann da nicht lang. Da ist doch ein grünes Tor. Da kommt man nicht rein. Bitte Kratos Labyrinth. Da kommt man nicht rein. Wie willst du da reinkommen? Wie willst du denn die grünen Tore verschieben? Wo will er mich jetzt noch hinzwingen? Wo soll ich jetzt noch bis am Ende meiner Tage hinrennen? Meinetwegen gucke ich mich nochmal um, aber. Also langsam weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Aufpassen, nicht treffen lassen. Oder meint der irgendwie, ich kann mit Louis. Oh mein Gott, nein. Ich kann da auch nicht lang. Ich kann das auch nicht öffnen oder so. Oh, Moment mal, warte mal. Unten links ist gar kein Fragezeichenblock. Das ist ja dieses Auszeichenblock. Kann ich mit dem vielleicht die grünen Tore wegmachen? Das probiere ich nochmal aus. Ich kenne davon ja aus, aber wieder zurück zum Anfang. Wenn ich da rechts und dann runtergehe. So, endlich. Die Gegner nerven so sehr. Oh, aha. Wow, die Mauern haben sich bewegt. Dann geht es jetzt vielleicht doch hier weiter. Aber habe ich gerade richtig gesehen, genau das eine Tor. Aha. Okay, hier geht's nicht lang. Aber die grünen Tore und die blauen Tore haben gewechselt. Das heißt, vorher waren, ja, das sieht man auch. Vorher waren überall grüne Tore offen, oder halt besser gesagt zu, und jetzt ist es andersrum, die blauen sind zu. Verdammt, ich komme aber nicht mehr raus, das heißt, ich muss dort hinten einen Ausweg finden. Boah, die wollen wirklich, dass man hier am Leiden ist. Die wollen wirklich einen Leiden sehen. Und Luigi tankt gerade so viele Rohre hinter seinem Rücken. Na komm, rennen wir weiter. Ich weiß leider nicht, wo lang. Und vor allem dieser Ort hier ist nervig. Versuchen mich die ganze Zeit zu bekommen. Versuchen mich die ganze Zeit zu erwischen. Das kriegen sie auch hin. Also bei dem kannst du auch nicht kommen. Das kann sich hinwischen. Das geht auch nicht. Und ja, ich habe schon ein bisschen gegen ein paar Gegner gekämpft. Und ich muss euch leider jetzt schon sagen, tut mir leid, heute machen wir nur eine Nebenquest-Folge.
Es dauert alles einfach so lange. Ich weiß tatsächlich auch nicht warum. Wieso wäre schon 20 Minuten lang im Gameplay? Also, ja, natürlich nur 20 Minuten. Ich bin schon über 30 Minuten hier unterwegs. Ja, aber es braucht dann nicht. Es ist wirklich langsam Fiebertraum. Ich kann das auch langsam alles nicht mehr. Komm, lass mich jetzt einfach hier durch. Das ist einer der nervigsten Missionen. Weil du halt das Labyrinth nochmal auf Hard Mode spielst, gefühlt. Ey, und lass mich raten, ich muss jetzt vermutlich nochmal den richtigen Weg nach oben finden, oder? Weil oben kann ich nicht entlang, ja, weil das ist das blaue Tor. Ich schwing mal den Hammer. Ja, so wäre dort offen. Aber wie komme ich erstmal... Freund, ich kann das nicht mehr. Wie komme ich denn jetzt überhaupt hier weg? Wie komme ich jetzt hier weg? Was? Vor allem ist es da der einzige Fahrzeichenblock. Ausrufezeichenblock da unten links. Das heißt, man muss von dort irgendwie... Alter, komm mal, das ist... Warte. Normal, Luigi. Oder ist es immer nur zwei verschiedene? Das ist immer nur zwei verschiedene. Das heißt, ich muss es eigentlich... So... Nee, nicht so. Oder warte, ich will vielleicht auch einfach nur versuchen, zum Anfang zurückzukehren. So komme ich nicht zum Anfang zurück. Ich kann gar nicht mehr zum Anfang zurück, wenn die Tore so sind. Das heißt, eigentlich muss es doch so richtig sein, aber wo will ich da lang? Ach, da oben. Oh, jetzt erstmal nach unten und dann nach oben und dann in der Mitte drehen. Ja, okay, jetzt habe ich es. Vor allem, das ist voll blöd. Hier kannst du gar nichts mehr sehen, weil oben links dieses Segel ist. Ich kann gar nicht sehen, wo ich bin. Ich muss mich rantasten, bis ich irgendwann herausfinde, ah, Mario springt gerade den riesigen Turm runter und prellt seinen Kopf auf. Aber er lebt noch, alles gut. Ja. Ne? Genau, jetzt hier nach oben. Boah, jetzt habe ich es endlich. Hoffe ich. Nach ganz oben. Hier. Hier ist das Tor. Ich glaube, den können wir ignorieren. Dann glaube ich einmal mit dem Hammer drauf. Ne, nochmal. Genau, jetzt ist nämlich da oben offen. Und jetzt ist offen, offen und offen. Endlich. Hier müsste es gewesen sein. Ja, Gott sei Dank. Finally. Bleib mir bloß vom Leib. Ich werde ganz furchtbar. Es ist hoffnungslos. Ach, bitte so Mario Luigi hier werden. Okay. Wir haben extra gewartet, bis wir herkommen. Die wollten keinen Easy Win gegen den Toad haben. Habe ich gesehen, das sind vier Stück? Oh, damn. Das wird nicht einfach. Vermutlich. Toller Treffer aus dem tollen Bar, Luigi. Echt ganz schick. Der so ein Blödsinn. Ah, nur einmal. Okay, danke. Nett von euch. Ich würde das nicht lieber aufsparen auf die Attacke, die Luigi macht. Die wird nämlich sehr, sehr reindonnern, glaube ich. Wen greife ich an? Der da. Der ist nämlich noch unversehrt. Komplett unversehrt. Der hat's verdient. Bam! Kurz nachschauen, wie viel Leben der noch hat. Na, geht so. Ich werde trotzdem auf jeden Fall Donnerdynamo machen. Das wird sehr effektiv sein gegen die, vermute ich. Okay. Ba, 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 ba. Ja, ja! Pikachu! Was? Die leben noch! Vor allem der untere! Was zur Hölle? Muss einfach nochmal einsetzen! Ich hab den nämlich auch umgesprungen. Ja, doch, scheinbar. Die wollen scheinbar, dass man nochmal. Die Attacke einsetzt, weil selbst beim Kontern leben die dann noch. Ah, nicht springen. Nein, Mario! Jetzt haben wir noch einen Gegner! Chill, Mario, chill! Aha, ich habe auch jetzt erkannt, wann die einen angreifen und wann die den anderen Bro angreifen. Ja, nee. Mit dem Eierlauf kann ich den anderen Typen dann nicht angreifen. Ich könnte den anderen mit dem Koopa-Panzer aber zumindest mal auslöschen. Und damit Luigi, Donner-Dynamo für die anderen Vögel, die werden dann hundertprozentig draufgehen darauf.
Und dann ist go! Yeah. Und dann, Freunde, beim nächsten Mal eine kleine Mini-Münze, nenne ich jetzt mal. Leave it to me! Und die Wüste. Stecker. Stecker. Mal den Anti-Luftikus rein, oder? Vor allem für diesen Kampf ist es eigentlich ganz gut. Donner-Dynamo! Damit die Schweine endlich mal sich verpissen von dem Tod! Es reicht jetzt nämlich! Ich sage auch mittlerweile drauf. Man muss wirklich nur das Timing finden. Zack. Wisst ihr? Einfach schön abwechseln. Das ist das Stichwort. Abwechselnd. Denke ich. Ja. Denke schon. Mario, Luigi! Chill mal. Der arme Luigi, der mag das nicht. Vielen, vielen Dank! Boah, ich kann nicht mehr reden, ich muss kurz trinken. Ah, okay. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen! Sorry, ich hatte einen Frosch im Hals. Wir werden öfter mit der Bohr auf euch warten! Wir werden euch am besten Kräften anfeuern, Mario! Viel Glück! Danke! Wir kriegen den Brüderhammer! Ich glaube, den haben wir schon, aber ich glaube, den haben wir auch nur einmal. Und wenn er gut ist, dann kriegt der andere Bro den anderen. Nee, aber gar nicht? Echt nicht. Brüderhammer. Mit jedem besiegten Gegner werden 2 BP wiedergeschätzt. Das finde ich nicht schlecht. Und unser Forscher hat aber keinen Effekt. Gut, der würde aber auch nur plus 1 machen. Wie sieht es bei Luigi aus? Oh, plus 10! Aber Verteidigung sinkt um 2. Aber wisst ihr was? Das würde sich auf jeden Fall lohnen. Klar, der Effekt mit jedem besiegten Gegner steigt Angriff um 20% geht weg. Aber statt 20% Angriff kriegen wir 2 BP zurück und machen generell mehr Schaden mit dem Hammer. Und das ist mir wichtiger, dass wir ähnliche Sets haben. So, noch nicht vorbei, Freunde. Wir müssen noch mit dem Toad ganz oben reden. Außer, das ist jetzt kein Toad, sondern was anderes. Aber ja, ich renne eben hoch zum Leuchtturm. So, der muss doch hier irgendwo sein. Hier oben? Ne, jemand anderes. Was ist denn los? Hast du Angst? Oh, je, sie kehrt wohl nie wieder zurück. Vor kurzem war ich ein Mädchen. Der Inbegriff von rosaroter Perfektion. Bereits ihr Anblick ließ mein Herz höher schlagen. Doch nun ist sie fort. Dabei würde ich sie so gern wiedersehen. Birdo? Oder Peach? Oh, wisst ihr womöglich, wer sie ist? Ach. Nun, leider erinnert das nichts daran, dass sie nicht mehr hier ist. Hey, hast du nicht nach so einem Mädel in Pink gesucht? Die habe ich nämlich vor kurzem auf einer von diesen Splitterinseln gesehen. Und zwar auf der, wo sich die Felsen bis zum Himmel stapeln. Wirklich, das allein ist schon sehr hilfreich. Danke sehr. Kein Problem, sie scheint echt was ganz Besonderes für dich zu sein. Oh ja, sie ist was Besonderes. Wenn sie es also auf einer dieser Splitterinseln geschlagen hat, dann müsst ihr sie für mich finden. Ich flehe euch an. Die Mission geht jetzt weiter. Auf rosa Wolken. Kennen wir diese Insel? Peripheria. Nee. Da werden wir wohl nächstes Mal landen, Freunde. Warte mal. Was ist das denn hier? Noch nicht beenden. Warte mal, wir haben noch was. Ist das wieder zeitlich begrenzt? Das hatten wir doch. Das ist so ein Kampf gegen Luigi. Früher war das diese Blöcke. Da musste man entweder A springen und dann B springen. Abwechselnd. Aber die gibt es scheinbar nicht mehr. Die wurden mit dem hier ersetzt. Aha. Oh nein, ich verschwende Zeit. Kein Piepmatz da. Die kriegt Luigi schon. Hallo? Alter. Der 3D-Effekt, der hat es mir wirklich angetan gerade. Okay. Unten müssten wir lang. Na komm. Die kann ruhig Luigi haben. Luigi rennt nach oben, holt sich die Kleinen. Wir holen, er macht gar nichts, er denkt nach. Habt ihr gesehen? Was, er mehrt sich? Oh. Well. Gut gemacht, Luigi. Jetzt ist wohl das Jahr des Luigis. Mario kriegt kein Geld mehr. Nintendo kriegt kein Geld mehr.